Jetzt. Zum Frühsport, ihr Säcke, wir gehen, Fallera. Frühmorgens will ich keinen hier mehr sehen, Fallera. Und sollte einer denken, er könnte sich das schenken, der kriegt meinen Finger in den Arsch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft PS4 Edition. Mit dem guten Cloud immer noch, der uns hier Hallo. Auf unseren Reisen musikalisch unterhält. Das Reisen! Unfassbar. Lernt man sowas beim Bund? Hatten wir damals, ja. Das dachte ich mir schon. Aber nicht mit dem Finger am Arsch. Das war mal Kombi gewesen. Das ist dann mehr bei der Marine, oder wie? Glaub schon. Wir sind sowieso ein merkwürdiges Volk. Du musst dir mal vorstellen, du kommst damals als normaler Soldat, du kommst da an und bist das erste Mal bei der Marine. Ja. Und die sagen dir, ja, komm morgen früh, komm zum Antreten, 7 Uhr in Gefechtsausrüstung. Gut, du natürlich total in grün, Weste angezogen, Knarre vorgeschultert, Helm aufgesetzt, stehst du da und da siehst du so einen Haufen komischer, dünner Leute in weißer Uniform dastehen und du kommst erstmal vor wie ein Blöder, aber erstmal, du kommst nur vor wie ein Blöder, alle gucken dich an und denken, was ist denn das für einer? Und dann steht irgendein Kommandeur vorne, so, liebe Freunde, und 8 Uhr, wisst ihr Bescheid, da schiffen wir uns ein. Ohne Scheiß. Und da hab ich erstmal, ja, erst haben sie mich alle übelst doof angeguckt und dann hab ich die doof angeguckt. Oh Gott, ey. Das waren damals Zeiten, ey. Der Wahnsinn. Egal wen ich frag, es ist immer die gleiche Story irgendwie. Ich weiß nicht, was mit unserer Armee los ist. Warum? Wegen Marine oder was? Nein, ich höre immer nur solche Geschichten, so, dass beim Bund nicht alles so rund läuft, wie man sich's gerne wünscht manchmal. Und ja, manchmal. Alle irgendwie so ein bisschen, naja. Durch den Wind sind. Aber wir wollen ja nicht gegen unsere gute Bundeswehr hier jetzt. Nein, auf keinen Fall. Also, für das bisschen, was wir noch dürfen, ist die Armee gut. Ja. Um es mal so auszudrücken. Ja. Wir sind dafür ja, haben wir immer noch genug. Haben wir ja genug Sparmaßnahmen bei der Bundeswehr. Da habe ich auch schon Geschichten gehört. Also, ja, es ist ein bisschen traurig. Irgendwann ist in so gute. Ja, Armee ist es ja nicht, das ist ja eine Brigade. Die ist dann sagen wir es so, mit einem Handbollerwagen und sitzt dann alle da vorne drin einer, und zwei müssen schieben. So geht das irgendwann voran. Ohne Scheiß. Das denke ich mir das mal. Wenn also, das so weitergeht. Ja, ich meine, gut. Man weiß ja nie. Aber vielleicht kommen wir auch irgendwann in eine Zeit, in der wir einfach keine Armeen mehr brauchen, nicht wahr? Das ist doch immer der Grundgedanke hinter allem. Immer, dass wir irgendwann. Ja, das ist ein Grundgedanke, aber man kann immer Religionen, also sagen wir es so, nicht Religionen. Religionen sind ja im Allgemeinen eine Beschäftigung an sich für Menschen, die irgendwas glauben wollen. Aber es gibt ja immer noch so radikal-islamistischen, die von zum Beispiel Leuten, die nicht lesen können und die von keinen Plan von nichts haben, denen irgendwelche Geschichten erzählen. Und das wird es immer geben. Ja, das stimmt schon. Es ist irgendwo ist immer die manipulative Seite mit drin, das stimmt. Und wenn nicht mit Worten manipuliert wird, dann mit Gewalt. Ja, das stimmt. Das kann man irgendwie in Ländern nicht ändern, die geistig, also jetzt geistig nicht, sondern die einfach vom Lebensstil gerade im 11. Jahrhundert leben. Ja, so vom kulturellen Stand halt noch so gerade so aus der Imperialzeit rausgekrochen. 11. Jahrhundert mit Kalaschnikow. Ja, so in etwa. Aber das Thema aber ist leider so. Ist aber immer wieder witzig. Also ich wollte, ja, was heißt witzig? Witzig ist es nicht, es ist eher traurig natürlich, ist klar. Aber ich hatte das Thema.
Das war jetzt doof von mir. Ich hatte das Thema schon mal angeschnitten. In einem Let's Play. Gar nicht so lange her sogar. Und ich hatte da erwähnt, dass es in Deutschland gibt es ja jetzt so seit letzter Zeit so wieder verhäuft, sag ich mal, diese Flugzeugladungen voll von sogenannten Flüchtlingen. Und ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ich habe auch in meinem Let's Play erwähnt, dass bei diesen Flüchtlingen vielleicht nicht alle wirklich flüchtig sind. Um es mal so auszudrücken. Und deswegen, wenn man sowas schon wieder sagt, da wird man schon wieder so komisch angeguckt. Und deswegen habe ich dann mich einfach rausgehalten und habe dazu nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, das Ding ist halt, man muss ja auch mit Worten ein bisschen provozieren können, damit Leute vielleicht Texte hören und vielleicht mal ein bisschen belehrt werden. Das Dumme ist natürlich, wo ich gerade von Dummheit spreche, Leute lassen sich nicht belehren, weil sie irgendwie in einer Phase drin stecken, wo sie sagen, ich habe recht, ich habe recht. Das ist das Dumme. Es lässt sich keiner belehren heutzutage. Ach so, das warst du gar nicht. Ich habe gerade gedacht, du hättest mir jetzt alle eiskalt den Rücken reingestochen. Creeper! Killergurke! Ich meine, ich respektiere jede Meinung, jeder soll sagen, denken, was er will. Das gut, ist, Pegida unterstütze ich nicht gerade, aber... Ja, das sind natürlich wieder solche Extrem wieder, das kann man sagen. Ich bin natürlich dafür, dass jeder sagen darf und kann, was er will. Solange man es niemanden jetzt direkt aufdrückt, sage ich mal. Ja. Weißt du, ich zum Beispiel bin... Was heißt ich bin? Also... Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht so der religiöseste Mensch, ich bin da mehr so der Karma-Mensch. Weißt du, ich sag, okay, so was ich nicht will, dass man mir tut, dass auch keinem anderen zufügt oder so ähnlich. Ich hab Hunger! Na nö, was ist denn hier los? Achso, du verhungerst. Mensch, sag doch was. Hier, ich hab noch 2 Kartoffeln für dich. Hat jeder von uns noch 2? Ich habe noch ein ungebratenes Schwein und ein ungebratenes Hühnchen. Naja. Wie gesagt, ich bin nicht der religiöseste Mensch der Welt. Und ich habe nichts gegen die anderen Religionen. Ganz ehrlich. Es ist mir vollkommen egal, ob einer Hindu ist oder Christ oder Buddhist oder schlag mich tot. Solange er nicht kommt, wie diese extremen Islamisten... Und es einem halt wirklich dermaßen in die Fresse einbrennt, um es mal so auszudrücken. Ja. Weißt du, ich meine, ich habe auch nichts gegen ihre Religion. Das ist doch, es stört mich nicht, wenn sie machen, was sie wollen. Wenn sie kein Schweinefleisch essen wollen oder kein Alkohol, ist okay. Aber dann sollen sie nicht zu jedem anderen, der halt Alkohol trinkt oder Schweinefleisch isst, nicht hergehen und sagen, hier, du bist ein Ungläubiger, ich schlag dir jetzt deinen Kopf ab. Naja, aber andere, also die machen es ja, also es gibt ja mehr, die machen es auf Gewalt, aber andere gehen halt auch auf diese psychische Schiene zu. Zum Beispiel, ich will jetzt nicht ganz komplett böse reden, aber dieses Christentum, das ist ja genau das Gleiche. Ich meine, uns wird es in der Schule schon irgendwie aufgedrängt, dieses Zeug, auch wenn man es vielleicht gar nicht will oder selbst als Kind überhaupt keinen Plan von diesem Mist hat. Und es wird einem trotzdem immer reingedrückt. Oder zum Beispiel Kirchensteuer. Ich habe nie was mit der Kirche zu tun gehabt. Warum soll ich dafür Steuern zahlen, so ein Schnodder? Genau das. Das ist alles für mich... Vorsicht! Creeper. Genau das habe ich mir nämlich auch immer gedacht. Und deswegen, ich bin... Wenn ich könnte, würde ich auch... ja gut, ich kann ja zum Glück... sage ich mal, so frei ist, da merkt man wieder den Unterschied, zum Beispiel bei Deutschland. Ich kann ja meinem Kind zum Beispiel auch, ich kann dem ja zum Beispiel die Freilassung geben, dass er nicht am Religionsunterricht teilnimmt. Und ja, das ist zumindest diese Freiheit, finde ich gut. Weißt du, das ist, die anderen können gerne ihre Religionsunterrichtsstunden haben, aber ich sage zu meinem Kind, solange er noch zu jung ist, um überhaupt irgendwas davon zu verstehen,
muss er da nicht mitmachen. Und wenn er später meint, er möchte von selber in Religionsunterricht, kann er das tun. Ja, also ich sehe es immer so, Ding, warum wird für sowas noch finanzielles Zeug, also irgendwo Geld rausgeworfen, wenn es doch immer heißt, dass in Studiengängen und so keine Plätze frei sind, zu wenig Lehrer und sowas, aber für solches Zeug ist immer jemand da. Ja, das stimmt. Ich könnte es damit sagen, dass ich glaube, es liegt einfach in der Natur der Kirche. Es ist einfach dieser Bonus, dass es Kirche, das ist Religion, das ist wichtig und es gibt viele Menschen, die da halt wirklich einfach so Kapital draus schlagen. Ich möchte jetzt keine Politiker oder so beschuldigen, ist klar, aber es ist halt einfach so, dass da kann man die Staatskasse schon ein bisschen aufbessern, wenn man doch den Gläubigen, sag ich mal, ein bisschen was rausleiert. Und weil es halt sonst unfair ist, dass ja nur die Gläubigen bezahlen, müssen halt alle blechen. Und ob du willst oder nicht. Und das ist es halt. Und ich persönlich muss zugeben, ich bin auch noch in der Kirche, Gemeinschaft, aber ich habe gerade einen Pfeil aus der Dunkelheit abgekriegt. Ich bin auch noch in der Kirchengemeinschaft drin und bezahle auch noch Kirchensteuer, obwohl ich nicht in die Kirche gehe, weil es macht keinen direkten Unterschied, ob ich jetzt aus der Kirche austrete und dann Steuern woanders mehr abdrücke. Ja, das ist sowieso kurios. Wenn du rausgehst, bestellst du woanders mehr Steuern. Das ist, ey, das ist sowieso alles für den Bobbis. Da geht's dann wirklich wieder nur um die Sache, wenn das einer macht, dann ist es halt wirklich einfach nur, weil er sagt, er möchte wirklich absolut nichts mit der Kirche zu tun haben. Ja. Aber ich meine, mir... Ich brenne. Warte, ich helfe. Wo bist du? Diamanten raus! Nein! Wie konntest du jetzt... Die Diamanten... rausgeworfen. Wie konntest du jetzt brennen? Ah, ich sehe schon. Da unten war uns die Lava rausgekommen. Ich sehe schon. Aber ich habe deinen ganzen Kram. Das ist gut. Naja, nicht alles. Das heißt? Hattest du eine Rüstung? Nö. Gut, dann habe ich glaube ich nur alles. Brust und... Nee, halt Helm und keine Ahnung, irgendwas hatte ich. Was ist das? Du hast Brüste? Brüste? Ich hab Brüste? Brüste? Wo ich denn Brüste? Busen? Busen? Oh Mann. Warum liegt da Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Das ist nein, dann puste mir doch ein. Ja, dann puste, genau. Diese, ich hab's mal leicht abgeschwächt. Diese Dialoge, ja. Cloud? Ich hab mich verlaufen. Oh mein Gott. Dann schau auf dein Tacho rauf. Ich hab doch gar kein Tacho. Also, oh mein den Tacho. Ich. Ja, ich glaube, ich habe. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Nee. Oh. Ich komm dir entgegen. Entgegen ist immer gut. Jetzt bin ich noch eine Etage höher. Ich sehe dich. Irgendwo da müsstest du sein. Irgendwo in diese Richtung. We are finally back. Zurück. Ich bin zurückgekehrt. Arnold Schwarzenegger in Terminator. I'll be back. Oder Arnold Schwarzenegger in Expendables. Ich komme wieder. Was? Wie oft willst du noch wiederkommen? Ich bin Batman. Ja, das ist ja der Christian. Der Christian Bale. Der Christian anders, ne? Christian anders, oh Gott. Der Christian ein anders. Der wird mir auch ganz anders, wenn ich sowas höre. Ey, Emine. Da, das ist, glaube ich... Nee, das ist nicht meine. Ich bin überfordert. Ich habe auch mitgemacht. Ja, du hast gemacht. Ich dachte, das war eine Aufforderung. Ja. Oh je, ich muss schon wieder die Folge beenden. Ich sehe schon. Oh mein Gott. Dann müssen wir in der nächsten Folge Expedition weitermachen. Also, bleibt dran. Es bleibt spannend. Ciao.